Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wie schon letztes Mal versprochen, spielen wir heute mal eine Runde wieder mit dem guten Schaman im Rank-Modus. Jetzt muss ich hier mal gucken, wo der ist, der gute Schamane, dass wir den hier gleich mal haben. Wir spielen mit dem guten Schaman. Warum ist denn der hier nicht drin? Doch, hier ist er. Okay, es könnte sein, dass wir hier jetzt wieder ein paar Ränge nach unten steigen, aber das ist natürlich gar nicht schlimm. Also ich werde natürlich gucken, dass wir jetzt hier wieder hoffentlich weiter oben bleiben in der Rankliste und alles. Das ist ja gerade relativ gut. Und damit kann ich auch gleich schon meine Ankündigung machen, die ich auch noch in einem Extra-Video erwähnen werde. Nur für die Leute, die jetzt hier schon mal am Start sind und hier sich die Folge angucken, kann ich euch schon mal sagen, Leute, es wird am Wochenende einen Stream geben. Vielleicht wird es am Wochenende auch zwei Streams geben, das weiß ich nicht. Aber ein Stream wird es auf jeden Fall sicher geben. Ich schätze, es wird so gegen Samstagabend oder wahrscheinlich Samstagabend sein, wenn wir das, wo ich den Stream raushauen werde. Genaueres wird folgen in einem Video, was ich hier dann irgendwie veröffentlicht werde. Also da kommt auf jeden Fall was dazu. Ansonsten Twitter kann ich euch nur empfehlen, da werde ich es auch reinschreiben, wann es losgeht und alles, bliblablub. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. So, und jetzt konzentrieren wir uns natürlich aufs Spiel. Wir spielen Turn 1, Argent Squire, Turn 2, Totem Golem, Turn 3, Coin Mana Tide Totem oder Coin Flame Tank Totem. Dass wir hier ein bisschen Value aufs Board kriegen. Wir spielen wahrscheinlich gegen den Beast Druid, würde ich jetzt mal schätzen. Könnte auch sein, dass wir gegen Maligos Druid spielen oder gegen Nizoth Druid. Nicht Nizoth Druid, Cthulhu Druid. Werden wir ja gleich sehen, je nachdem, was er spielt. Na, es ist ein Cthulhu Druid, alles klar. Gut, dann hat sich also das auch schon mal erledigt, diese Frage. So, 3-4 raus. Wir haben eine relativ gute Kurve auf dem Board. Ein Hex können wir, wenn, würde ich sogar fast behalten. Wir haben zwei. Können wir also eins für Cthulhu und eins für einen Dark Arakoa, bevor wir. Das ist eigentlich okay. Ist eigentlich sehr, sehr gut. Im nächsten Zug würde ich. Okay, er spielt Wild Growth. Das ist in Ordnung. Dann spielen wir nämlich. Ouch, Doktor. Wir könnten versuchen, was wir für ein Totem rauskriegen. Gucken wir einfach mal. Je nachdem, jetzt ein Spell Damage Totem ist, ist es cool. Wenn nicht, ist es uncool. Machen wir hier so, machen wir so. Swipe kann hier nichts töten. Er geht jetzt auf 5 Mana schon hoch. Doch, Swipe könnte unser Board clearen. Warte mal. Das ist natürlich nicht so cool. Hat er einen Swipe da? Das ist natürlich die andere Frage. Hat er einen Swipe da? Ansonsten. Bram into. Auf 2. Back in the Need. Okay, das heißt, er geht also hoch auf 12. Das ist natürlich nie so ganz cool, aber das ist in Ordnung, finde ich irgendwie. Ich meine, es könnte schlimmer sein. Es könnte wirklich schlimmer sein, Leute. So, wir haben 4 Mana. 4 Mana bedeutet für mich, wir spielen. Warte mal, wie war das? Plus 2, wenn wir jetzt Spell Damage haben. Das wäre natürlich ideal, wenn wir hier jetzt ein Spell Damage rauskriegen würden. Ja, ist ein Heal-Totem. Heal-Totem ist natürlich jetzt hier auch nicht schlecht, muss ich sagen. Heal-Totem ist hier an der Stelle wahrscheinlich nicht das Dümmste. Weil dann machen wir nämlich so. Dann machen wir so. So machen wir dann, obwohl es wäre sinnvoller gewesen, hier das reinzustellen. Obwohl, das hat sich jetzt auch nichts mehr geschenkt. Dann machen wir nämlich hier so. Und dann holen wir uns noch mit dem Coin die Claw dazu. Obwohl, wir hätten den Coin auf den Doktor spielen können. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Coin auf den Doc wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Aber das ist erstmal in Ordnung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir ihn relativ schnell irgendwie boxen. Swipe. Swipe als Removal. Ne, Cthulhu. Okay. Schießt 2 Schaden. Hat er noch irgendwie was für einen Schaden? Ach, da kommt Doppel-Disciple auf Cthulhu. Na, ich hätte gerne jetzt bitte. Bloodlust ist hier nicht die Karte, die ich will. Das ist uncool. Egal, wir spielen den hier raus. Haben hier das. Wie viel? Ach, für 2. Na, das ist natürlich schade. Für 2 ist natürlich schade. Ich hätte den jetzt hier sehr, sehr gerne für 0 rausgespielt, weil dann wäre unser Totem nämlich noch safe gewesen hier an der Stelle. Ist es aber leider nicht. Aber er geht wohl auf den Azure Drake, scheint so. Okay, er zieht eine Karte, das ist in Ordnung. Tradet beide rein. Das ist eigentlich auch okay. Das ist okay, Leute. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir Spell Damage irgendwie kriegen. Und was kommt da? Azure Drake. Uncool.
Ich hätte gerne Spell Damage. Wir müssen aber jetzt. Wie können wir das denn machen am dümmsten? So eigentlich nicht. Machen das so, spielen das Thing from below raus. Hätten es theoretisch sogar für 0 spielen können. Generieren uns Card Draw und Enturn. Thunderbolt Valiant, perfekt auf Turn 7. So mag ich das doch. So mag ich doch das sehr, sehr gerne sehen. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Dark Arakoa ist jetzt hier natürlich eine richtig gute Karte für seine Seite aus. Er haut sich jetzt 7 Damage ins Gesicht, Leute. 7 Damage. Das ist natürlich wunderbar für mich. Jetzt gucken wir mal, wie wir denn hier handeln können. Wir haben 7. Das heißt also, wenn wir jetzt spielen hier. Whenever you cast a spell, summon a random. Also Spell heißt wahrscheinlich Spell. Das ist okay für mich. Dann spielen wir nämlich den hier raus. My pretty totems. Das ist natürlich auch schön. Thing from below. Dann machen wir hier Dry und Dry and Turn, nächsten Zug, wenn er jetzt nichts macht. Oh, das hätte ich natürlich jetzt noch gerne gespielt, Totemic Might. Das wäre jetzt hier awesome gewesen. Okay, C'Thun kann er noch nicht casten. Er könnte seine zwei Emperor Twins spielen. Das würde ihn noch eine Runde retten. C'Thun kann er noch nicht casten. Das heißt also, wenn er nicht die Zwillinge spielt jetzt, ist es ein GG mit Bloodlust. Und ich frage mich gerade, ist es nicht vielleicht sogar schon ein GG, selbst wenn er die Zwillinge spielt? Er hat nur noch 15 HP. Okay, so Dragon to Swipe. Könnte er das Board damit clearen wahrscheinlich? So gut wie. Hat er einen Swipe ready? Er hat noch keins gespielt, wenn ich es richtig weiß, oder? Wrath. Okay, das heißt also kein Swipe. Das heißt, er macht unser Spell Damage kaputt. Ne, er macht. Ah, okay, das macht natürlich mehr Sinn. Natürlich. Wäre dumm gewesen, wenn er hier Spell Damage kaputt gemacht hätte. 15. Würde es reichen? Bloodlust plus 3. Das heißt, wir hätten hier 6, 36, 9, 9, 9, 10, 10, 14. Das reicht easy, Leute. Ich hoffe, es reicht easy. Ich habe jetzt nicht so genau nachgezeigt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass so sagt. My pretty totems. Pretty. Well played. Ja, guckt euch das an, Leute. Also, das. Hör doch auf zu conceden. Ich brauch Damage auf dich drauf. Ich muss doch eine Quest erfüllen. So kannst du das doch nicht machen mit mir. Mann. Wegen einem Damage, du hättest mich doch einmal mit dem anderen noch angreifen lassen können. Ah, oh, come on. Okay. Also, noch eine Runde. Noch eine Runde. Es sah gerade gar nicht so schlecht aus, Leute. Es sah gerade gar nicht so schlecht aus. So, worthy opponent gefunden. Oh. Schamane gegen Schamane. Jetzt ist die Frage, wer wird das Board hier ein bisschen besser kontrollieren? Wir haben einen Coin. Ich finde es aber eigentlich sehr, sehr schlecht, was wir hier auf der Hand haben. Ich würde gerne alles weghaben. Da habe ich mir gerade überlegt, das zu behalten. Hier beim Rockbiter auch, falls es ein Ding ist. Ein. Ah, wie heißt es denn hier nochmal? Falls es ein sehr, sehr aggressiver Ding ist. Wow. Ja, gut, okay, wenigstens Totem Golem. Können wir auf Turn 2, können wir den rauscasten, können dann immer noch. Können auf Turn 1 sogar. Oh, das finde ich doch schön. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Ich denke nicht, dass es ein Us spielt. Also von dem her dürften wir damit eigentlich auf der safen Seite sein. Dann Totem Golem auf Turn 2. Okay, das ist sehr schön. Ja, wir spielen jetzt einfach einen Totem Golem. Haben wir gerade überlegt, sollen wir vielleicht Ding spielen? Sollen wir vielleicht einen Totem hier rauscasten, damit wir auf der safen Seite sind, von wegen Spell Damage vielleicht? Dann könnten wir das wegmachen, aber es ist glaube ich, so besser gewesen. Da kommt nämlich das Spell Damage Totem raus. Natürlich hat er den Lightning Bolt ready! Natürlich hat er den Lightning Bolt ready! Du miese Sau! Dich zerstöre ich! Schwör's doch! So, 3 Mana, sollen wir Coin into Ding machen? Wir haben eine relativ hohe Chance. Ne, komm. Zack, Spell Damage. Taunt. Wow. Taunt ist mir hier uncool. Nächsten Zug dann auf 4. Das heißt, wir können Azur Drake coinen. Das heißt, wir können die Feral Spirits wegmachen. Das finde ich nicht ganz okay. Finde ich nicht ganz okay, dass wir die Feral Spirits jetzt wegmachen. Und eine Karte ziehen dazu noch. So. Das heißt, er hat jetzt 2 Overload. Kann auf 3 jetzt relativ wenig machen. Er könnte einen killen. Könnte vielleicht einen Spell casten. Ich denke aber nicht, dass er noch einen Lightning Bolt im Deck spielt. Weil den spielt man natürlich eigentlich nur auf 1. Also, soweit ich weiß, spielt man den eigentlich nur auf 1. Weil es sonst ein bisschen zu viel ist.
Ah, okay, da macht er den Trade hier. Okay. I see what you did here, my friend. Hat all seine Totems da reingeschmissen. Spielen wir gleich noch einen Azure Drake, machen einen Trade, kontrollieren das Board und gehen hart ab, oder was machen wir? Ja, ich meine, warum nicht? Er hat halt jetzt zwar keinen Overload mehr, aber wir haben immer noch den Vorteil. Wir haben Kartenvorteil, wenn ich es gerade richtig sehe. 6 auf 2, 4, 6, 7. Ihn können wir relativ gut weghauen jetzt. Einfach dadurch, dass er hier... gut, Torn-Totem ist jetzt nicht das, was uns irgendwie Probleme gibt. Was hat er da jetzt? Ein Hex. Alright. Alright. If you wanna play this, play Hex. Spell Damage wäre an der Stelle halt mal wieder Premium. Duskar Totemic? Heal Totem ist nicht gut. Ah, da ist jetzt zum Beispiel Ding wieder hier, das ist okay. Machen wir das Totem weg. Das war wichtig. Das Totem ist wichtig wegzumachen. Ich meine, er hat zwar jetzt 7, kann da jetzt wahrscheinlich den krassen Shit rauscasten, aber es war wahrscheinlich wichtig. Okay, Thalnos hat er jetzt hier ein Removal. Ne, Think from Below, doch, kann immer noch removen. Geht Face, Maelstrom Paul war klar, er macht unser komplettes Board weg. Warum kriegen wir keinen hier. Warum haben wir keinen Thalnos? Das finde ich ganz schön doof. Wie hoch ist die Chance, dass es funktioniert? Eigentlich sehr, sehr gering. Wir gucken mal, was wir kriegen. Es gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, sollen wir es casten, dann kriegen wir noch ein Minion raus, zerstören 2, das ist okay. Oh, ein Egg, okay. Ein Egg ist okay. Lightning Storm wäre natürlich jetzt Premium, wenn wir den jetzt gleich ziehen würden. Okay, er hat jetzt einen Lightning Storm auf der Hand oder noch einen Maelstrom Portal. Er hat einen Lightning Storm auf der Hand. Alter, okay, er spielt auf jeden Fall kein Tod im Deck. Da kommt also zweites Maelstrom Portal. Aber solange wir kein Spell Damage kriegen, ist das für uns nichts hier im Moment. Bloodlust bringt uns nichts. Komm schon, irgendwas. Komm schon, du musst jetzt doch ein Spell Damage kommen. Nein, warum kein Spell Damage? Komm jetzt, Spell Damage. Oh, Doppelheal hier, Doppelheal da. Was ist denn das? Mann. Es kann ja nicht sein. Ich habe in diesem Spiel... ein einziges Totem gehabt mit Spell Damage. Das ist ein bisschen zu random hier, dieses... Da muss man halt echt Luck haben, um das Spell Damage rauszukriegen. Ah, uncool. Er kann uns wahrscheinlich finishen. Da macht er hier 4, dann kann er uns 5, 8 machen. 5, 8 kann er irgendwie... Okay, das ist in Ordnung noch. Er bufft sein 4-1er. Okay, macht hier den Trade, das ist okay. Macht hier den Trade, das ist auch okay. Haut uns 5 ins Gesicht. Ne, er macht komplett den Trade. Ah, mein Freund, das ist in Ordnung für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist in Ordnung für mich. Weil wir nämlich jetzt Wombo Combo 5000 spielen, habe ich gehört. Machen wir so. Machen so. Und jetzt removen wir mal hier ein bisschen dein Board, mein Freund. Wir haben nämlich einen Taunt rausgekriegt. Ah, ist natürlich uncool jetzt, aber wir müssen da rein traden leider. Sonst macht der Azure Drake hier den krassen Shit und das wollen wir natürlich nicht. Ah, er hat dasselbe natürlich jetzt, okay.
Trade den Azur Drake, geht dann mit dem Totem wahrscheinlich. Oh, er kriegt auch einen Taunt. Das ist uncool. Und er hat noch einen Portal. Boah, Alter, wie viele. Warte mal, war das jetzt sein zweites oder sein drittes? Das war jetzt sein drittes. Okay, ich bin mir gerade unsicher, war das jetzt sein zweites oder sein drittes? Cheat, Leute, cheat. Okay, wir holen uns noch ein bisschen Card Draw. Wir machen ihn hier mal eben schnell weg, holen den hier noch raus und enturn. Kriegen jetzt Karten hier, Gott sei Dank. Spirit Claw. Oh, du miese Karte, hey, du hast mich heute betrayed hier in dem Spiel gerade. Richtig betrayed hast du mich. Oh, und der hat natürlich den zweiten auf der Hand. Okay, hat natürlich die Spirit Claws ready und kann uns damit finishen. Ja Leute, das war's halt. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich hab irgendwie gerade das Gefühl gehabt, dass er das Ganze dreimal gespielt hat hier und das nicht irgendwo rausgekriegt hat. Zumindest hätte er keine Ding gehabt. Keine Karte, mit dem er es drawen könnte. Muss ich mir nachher mal nochmal genau angucken. Wir machen jetzt noch eine kleine Runde mit ihm. Mit dem Totem Power, auch wenn wir jetzt ein Standchen verloren haben. Wir haben ja vorhin auch schon wieder zwei Stück gemacht. Das heißt, wir sind immer noch im Plus mit dem Schaman jetzt. Wir sind immer noch im Plus. So, gegen den... Oh, Warrior. Gegen den Warrior. Ich schätze ihn ein bisschen controllig ein, weil, also, es gibt ja zwei Arten von Warrior, die gerade extrem viel gespielt werden. Das ist einmal der Dragon Warrior und andererseits ist es der... Ding Warrior. Okay, was ist das für ein Warrior? Control Warrior hätte ich jetzt einfach mal geschätzt. Obwohl Control Warrior hält eigentlich sehr, sehr gerne auf seinem Ding fest. Vielleicht ist es auch noch einer von den alten Warrioren. Ich weiß gar nicht, was man früher so alles gespielt hat. Okay, es ist ein Dragon Warrior. Hat sich erledigt. Oder ist es ein Zoo Warrior? Also mit dem, wie heißt denn der Dude hier? Komm, bitte auf 3 jetzt hochgehen, Waffe. Natürlich nicht, war ja irgendwie klar. Also, warum solltest du auch? Hier mit dem Creator. Also, es ist ein Dragon Warrior, alles klar. Alles klar, es ist ein Dragon Warrior. Und wir haben so eine schlechte Starthand, dass wir hier im Moment eigentlich relativ wenig machen können, wenn wir nicht jetzt gleich ein Ding ziehen. Spell Damage. Alter, was ist hier los? Okay. Ja, ich weiß, es ist schrecklich. So, Mana-Wurm. Oh, nice. Ja, ja, halt die Klappe. Okay, ich hätte gerne Thing from Below. Ich hätte gerne Azur Drake. Okay. Haut ein Ding noch drauf, dann tradet er hier, oder? Okay, er spielt einen Drake raus, ist okay. Und er haut auch seinen 1-2er da rein. Totem Golem ist jetzt hier eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Wir holen uns einen Totem raus. Wieder kein Spell Damage, ist ja logisch. Machen wir den weg. Haben hier jetzt eigentlich das Equal hier mit 3-4 und 3-4, das ist eigentlich okay. Haben sogar noch ein bisschen Boardvorteil, würde ich fast sagen. Okay, da kommt der Azurdrak von ihm auf der Seite raus, er zieht eine Karte. Geht Face, das ist in Ordnung. Wir gucken mal, was wir hier jetzt machen auf 4. Spiel mal so. Did you bring some fish? Leute, ist das denn die Möglichkeit? Ich glaube, ich werde gerade verarscht von dem Spiel. Nein, das ist nice. Das ist nice. Ich freue mich darüber. Da freue ich mich echt drüber sogar gerade. Können wir so machen. Oh, das ist halt jetzt schwierig. Der Azur Drake ist halt doch ein ganz schön heftiger Gegner hier jetzt im Moment. Wir kriegen hier halt jetzt schon wieder 7 Damage. Und dann haben wir nur nicht mehr so arg viel irgendwie. Und wir haben kein Heal in dem Deck drin. Das heißt, wir müssen ihn jetzt bald dann irgendwie mal... Ah, ganz uncool. Ganz uncool. Hex ist jetzt wiederum ganz in Ordnung, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, wir haben zu wenig ein Mana. Warum hoffe ich eigentlich immer noch drauf, Leute? Warum hoffe ich eigentlich immer noch drauf? Es ist absolut waste. Es ist absolut waste, noch drauf zu hoffen, dass wir überhaupt irgendwann mal wieder ein Spell Damage Totem ziehen werden.
Okay, da haut er uns 4 ins Gesicht. Kurz kommt. Ah, das ist uncool. Da haben wir das Hexen wahrscheinlich jetzt hier in der Hinsicht verschwendet. Okay, dann gucken wir mal. Wir könnten aber vielleicht jetzt hier nochmal was machen. Wenn wir jetzt hier so spielen, kriegen den dann raus. Dann haben wir die zwei hoch. Oh, nice, mit Taunt. Das ist sogar noch um einiges besser. Dann machen wir nämlich hier Trade Hits. Sind damit auf 7 unten, aber er kommt nicht durch. Das ist das Wichtige jetzt. Er kommt hier nicht durch. Und wir können uns jetzt in Ruhe Board aufbauen. Außer er hat jetzt irgendwas, um den Taunt zu removen. Okay, da kommt wahrscheinlich jetzt irgendwie Slam. Ja, Slam für 3. Und dann geht er für 9 und dann ist es GG, Leute. Ja, nicht so erfolgreich. Nicht so erfolgreich gewesen. Zu aggressives Deck gegen uns. Ja, und damit sind wir eigentlich wieder genau dort, wo wir gestartet haben. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt, liebe Leute. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder oder bei einem anderen Video oder beim Stream dann am Wochenende. Bis denn dann. Tschüss.